am, just exactly what I will be. Just a guy who can rhyme and chop ill beats. One day I'll recover from what ails me. Till then I'm on that fuck what the sales be. My mama told me, one day I'ma blow up big and I'ma be a king. And my papa told me, it's okay to sit where shit hurts. Don't forget your dreams, cause they'll get you through this. So call life and call living my car. Hallöchen, Hallöchen, zurück zum Tacket Light Projekt. Letztens haben wir ja fleißig Mabel gesucht, um den Filler hier durchlaufen zu lassen. Und jetzt geht's erstmal rein, was zu essen machen. So, aber weil ich mir jetzt überlegt habe, mit dem Feld, das kann man ja selber betreiben. Also das muss man ja nie betreiben lassen. Das wäre vielleicht ein bisschen zu aufwendig. Aber was wir machen könnten, wir können uns was zu essen holen lassen. Nämlich mit dem Fischer hier. Ich muss bloß mal gucken. Fischer hier. Okay, Wassereimer, Angel, Plastiksheet. Okay, was haben wir an Bändeln da? Wir brauchen drei für einen. Hier mal ein paar drin. Hier sind noch ein paar drin. Die Angel können wir ja leider nicht benutzen, weil die schon gebraucht ist. Was wir machen könnten, ist dann beim Palak, der hat haufenweise Flachs dastehen, dass wir den abernten könnten und daraus von der Sache her genug an Angeln bekommen würden. So, mal gucken. Zu essen haben wir schon mal was drin. Und er scheint mit der einen Seite fertig. Ach ja, der macht der schon da drüben mit der Seite fertig. Jetzt macht er hier vorne weiter. Ja, der macht fleißig weiter. Ich guck mal, was wir noch drin haben, ob wir dann nochmal Mabel holen müssen. Ja, wir müssen dann noch Mabel holen. Das reicht auf keinen Fall. Der ist jetzt schon wieder leer. Jetzt ist er leer. Okay, ich denke mal, 2-3 Stacks brauchen wir auf jeden Fall. Da gehen wir mal runter in die Quarry, gucken, ob da zufällig was drin ist. An Mabel. Die Quarry dürfte ja eigentlich arbeiten. Eigentlich. Nur ist plus Sandstein. Okay, nein, hier ist auch kein Mabel drin. Schade. Da müssen wir hoch. Und jetzt gucke ich direkt mal, ob wir noch zwei... ich esse jetzt mal das eine Spinnenauge hier. Wo ist es hin? Hier. Jetzt sind wir zwar vergiftet für 4-5 Sekunden, aber wir haben wenigstens volles Essen und die Karotte pflanze ich auch direkt mal an. So. Und gucke mal, wir bräuchten zwei Schwarzpulver, um dass wir uns ein bisschen Dynamit craften könnten. Schwarzpulver. Ach, hier ist eins. Ich gebe einfach mal hier so ein. Dann können wir hier ganz einfach mal die Kisten durchlunschen. Ach verdammt, hier ist auch keins. Ein einziges bräuchte ich noch. Staut sich Energie. Nö. Gut. Nein. Weil manchmal fallen Monster rein, die dann dadurch sterben. Könnten ja auch genauso gut Creeper sein. Und dass wir dadurch dann hier noch was drinne haben. Aber nein, ist hier jetzt auch nicht der Fall. Das heißt, wir müssen nochmal zum Palak gehen. Oder wir müssten ja eh dorthin. Irgendwo habe ich hier Flaxseeds, die kann ich drüben gleich mit hinstellen. Oder eigentlich können wir das auch selber machen. Ich habe ja hier diesen Industrial-Fett-Trillitzer-Dingsbums. Das ist sozusagen ein Dünger.
Mal sehen, ob der auch so funktioniert. Okay, nee. Knochenmehl. Mal gucken, hier ist noch ein neues Pilzchen. Mal gucken, ob wir noch Knochenmehl haben. Also, wir brauchen ja eigentlich bloß Knochen. 7 Stück, jo, das reicht. Die 3 Stiege. So. 21 Knochenmehl, daraus können wir uns hier ein paar Flachs holen. Sieht natürlich auch schön aus, das Zeug. So, das nehmen wir gleich mal mit. Und dann tue ich hier das alles gleich noch mit aufpimpen. Hol das mal. Okay, es war das letzte. Den lasse ich mal so lange stehen, bis ich was zu essen brauche. Dann setze ich hier gleich noch Flachs hin. Das sortiere ich jetzt dann natürlich noch alles. Und mache hier mal die offenen Löcher weg. Das war nur dazu da, dass ich halt sehe, wo ich dann was hinbauen muss. Aber es kommt dann alles weg. So, das haben wir. Die Samen kann ich und die Feen hier wieder reinmachen. Wir brauchen jetzt zurzeit erstmal das noch nicht. Ja, passt nicht mehr rein. Gut, ich gehe jetzt erstmal gucken, ob noch Schwarzpulver da ist. Dann nehme ich mir trotzdem gleich mal ein paar Feen mit, weil die brauchen wir dafür. So. Ist eigentlich zu viel. 5 reichen. So viel Schwarzpulver hat Palak, glaub, eh nicht. Mal sehen. Hier rechts runter. Mal gucken, ob er ein bisschen Kohle, Diamanten, Kohle. Hier, 10 Schwarzpulver. Nehme ich mir mit und tun das eine da rein. Ein Crafting Table. Wie viel kriegen wir da raus? 10 mal Dynamit, okay. Das ist sehr schön. Da können wir jetzt nämlich noch Mäbel holen und da brauchen wir das nicht alles abbauen. Und da läuft schon die Lava aus dem Vulkan. Sieht so epic aus. Wird sich Palak bestimmt drüber freuen hier. Dass hier so schön Lava durchfließt. Hust. Und ich habe dadurch auch gerade ein kleines Problem. Ich keinen Plan habe, wo ich hier lang muss. So. Aber dafür haben wir ja die Warp Doors. Da drüben ging es rein. Da haben wir ja schon ordentlich Mabel rausgeholt. Aber es reicht halt noch nicht ganz. Autsch. Und mal gucken. Ja, das ist das zum Werfen. Tschüss. Ist aber sehr effizient, scheint das nicht zu sein. Okay, nein, das bringt gar nichts. Oh mein Gott, ein Mabel Block für 10 Dynamit. Okay. Es gibt hier eine zweite Art von Dynamit, aber Dynamit. Und zwar die hier, aber die macht man mit TNT und Faden. Sticky Dynamit. Okay, und das? Industrial-TNT, okay. Müssen wir mal sehen. So, müssen wir dann erstmal ein paar Creeper killen. Das könnte vielleicht dann auch ein kleines Projekt werden, was wir machen könnten. Wo wir uns auf jeden Fall den Filler zum Gebrauch machen können. Weil dann bauen wir uns dann... Das könnte man eigentlich demnächst machen. Na gut, aber die Monster... Die Knochen zum Ansehen. Gut, würde vielleicht was bringen. Aber das muss man dann wirklich erstmal sehen. Ich weiß nicht. Wir nehmen einfach mal 4 Stacks mit. Die müssten dann reichen. Und dann extra brauchen wir ja auch was für einen Fußboden. Jetzt weiß ich noch nicht ganz, ob wir den aus dem Dings hier machen.
aus dem Basaltkobel oder ob wir dazu was anderes nehmen. Mal gucken. Jojo, so ist das nicht. Wir können natürlich auch den Filler nehmen, um dass er uns den Fußboden macht, aber ich denke mal, das würde dann einfach zu viel Zeit in Anspruch nehmen. So, zweites Deck voll. Also ich glaube, in den letzten Folgen waren wir meistens damit beschäftigt, hier Mabel abzubauen. Aber na gut. Das Zeug brauchen wir halt fürs Haus. Tu mal das hier gleich alles noch mitnehmen. So, und das hier alles wegholen. Und dann füllen wir jetzt noch den letzten Stack auf. Hier ist auch noch ein bisschen was. 17, 22, 23, 24, 25, 26, 30. 40. Fuftsch. 54. 60. 63. 64. Okay. 64 und 1. Ich nehme einfach mal noch ein Stack vorsichtshalber mit. Falls es wirklich nicht reicht, dass wir nicht nochmal hier herrennen brauchen. Ein bisschen was auf Vorrat haben. Oh, wie viel haben wir? 21. 22 durch 4. Da machen wir einfach 24. So. Dann passt es. Jetzt müssen wir bloß noch hier rauskommen. Nehmen mal den Sand hier rein und bauen mir daraus mal so eine kleine Treppe. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht gerade unter der Lava bin. So, dann mal draußen. Dann gehen wir zurück zu Palak. Und dann gehen wir rein, schmeißen das Zeug gleich in den Filler rein und schlafen. Und dann dürfte das ganze Ding schon fertig sein. So, genau. Falsche Richtung, schon wieder. Laufen wir einfach mal eine Runde um Vulkan hier. So, da drüben müsste das. Oh, da drüben ist auch nochmal Mabel. Palaks Haus ist da drüben. Okay, das tue ich mir hier gleich mal an Dingsbumsen für Mabel. So. Ja, hier ist schön viel Mabel drin. Mabel. Vorkommen. Okay. Mal das hier so, dann gehen wir. Na komm, Flitze. Zu Palak nach Hause, hat er eigentlich wieder Tiere in seiner Form? Nee, hat er nicht. So. Dann geht's einfach mal locker flockig wieder ins Haus. Und das Swap Door wollte ich auch umsetzen. Das wollte ich dann vielleicht hier irgendwo hinsetzen. Müssen wir alles noch sehen. Ich tue jetzt noch den Filler hier befüttern. Mabel. Und hau mich so lange aufs Ohr und schlafe erstmal die Nacht durch. Dann kann man ja schon mal sehen, wie weit das hier nach oben fertig ist. Okay, da müssen wir dann noch das ganze Holz dort rausnehmen. Aber gut, das ist ja wirklich das kleinere Problem. Wir müssen uns dann... Ach, siehst du, muss ich dann gleich mal gucken. Bin mal gespannt, wie schnell der hier nach oben fertig wird. Weil es geht ja hier ratzfatz. Rattert das hier durch. Mal sehen, eigentlich müssten sich die Blätter ja dann auch selber da zersetzen.
Wo könnte man hier eigentlich schon wieder den Dirt mitnehmen? Weiß bloß nicht, ob wir jetzt irgendwie da hochkommen. Oder müssen wir dann einfach hochgehen? So, jetzt brauchen wir bloß nochmal Unmengen an Eisen, um uns diese Warp Doors zu bauen. Jetzt gucke ich direkt mal, ob ich die Rift Signature noch habe. Hier ist nix. Nein. Wir haben schon 4 Schallplatten, das ist auch cool. Nein. Hier ist auch nix, okay. Gucken wir mal nach Rift. Rift Signatur. Enderperl und Eisenbahn außen drum. Okay. Brauchen jetzt eben ein bisschen mehr. Brauchen jeweils 2. Ich weiß nicht, wie viele Etagen. Das sind, glaube ich, 4. 16. Da bräuchten wir 16 Dinger. Brauchen wir ganz schön viel Eisen. Brauchen wir 1 Stack Eisen. Hier mal 4. Fehlen ja nur noch 60. Hier mal 39. 43. Da gehen wir mal hier runter. Und dann brauchen wir ja noch eine mehr für die Rift Signature. Aber ich wundere mich, wo die ganzen, wo das ganze andere Zeug ist. So, hier haben wir nochmal 14. Da kommen wir auf 57. Halt, Kohle kann ich auch mitnehmen. Ja, okay. Das reicht. Habe ich die jetzt weggeworfen? Ja. Ach genau, und die anderen 12 brauche ich hier noch. Für die andere Rift-Signatur. Jetzt brauche ich noch meinen Minium-Stein. Ist hier oben. Und den Crafting-Table. Das heißt, der Stein kommt hier rein. Bap, 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 bap. 17 Enderperlen. Dann machen wir uns hier die Rift-Signatur. Und wir brauchen noch 32 Türen. Das ist der Ofen. Mann, das ganze Holz hatte ich, glaube hier irgendwo drin. 1, 2 Stacks. Dürfte von der Sache her reichen. 16. Ach nein, ich brauche 32. Na gut, machen wir das jetzt erstmal so. Oh. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Türen. Das heißt, daraus kriegen wir 8 Warp Doors. Hallo? Okay. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob man die Warp Doors stacken kann. Nein, kann man auch nicht. Schade. Oh, das dahin, das hier hin, das und das. Eigentlich dürfte das schon reichen, weil das wären ja nicht mehr als 4 Etagen. Och nö. Och nö. Och nö. Müssen schon wieder Mabel holen gehen. Oh. Wie mich das ankotzt, ey. Ganze Zeit bloß hier Mabel-Holerei. Gehen wir jetzt gleich mal hier hinten zu unserem neuen Mabel-Vorkommen. Wie kam Palak nur auf die Idee, hier hinten sein Haus hinzubauen? Das ist doch vollkommen sinnlos. Ach super, und ich kann auch nicht mehr rennen. Na, danke. Da können wir ja mal eins machen. Setzen hier einfach mal eine Rift-Signatur hin. Gehen wir gleich hier hinter zum Mabel-Vorkommen. Ah, okay. Das heißt, die ist dann weg. Hm, da brauchen wir doch nur eine ganze Menge. Dann an Enderperlen. Naja, gut. Müssen wir sehen. Wenn wir 8 Warp Doors haben, das heißt, wir brauchen 4 Rift-Signaturen.
Ich habe gedacht, die halten länger. Oder so war es jedenfalls, glaube ich mal, dass sie länger halten. Taten, tut. So. Und da habe ich gleich die Rift-Signatur und da brauchen wir uns nicht erst dorthin laufen, sondern können uns gleich hin porten. Nehmen gleich noch ein bisschen mehr hin. Mit 10, 11, 12, 13, 14. Gut, das dürfte ja jetzt wohl mal reichen. So, gehen wir einfach mal hier rein. Hä? Och nö, das geht gar nicht. Da brauche ich diese Rift Blade noch. Baut man die? Rift Remover. Okay. Das heißt, wir müssen doch laufen. Ich dachte, das geht gleich so. Das wäre natürlich um einiges besser gewesen. Und die Folge ist jetzt hier schon wieder zu Ende. Ja, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, wo hoffentlich das Haus, das Grundgerüst fertig ist und dann fangen wir da gleich an. Richtig mit dem Hausbau. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.